Herr Klopp, Sie dürfen einen Spieler vom FC Basel mitnehmen, gratis. Wen würden Sie mitnehmen? Den jungen Murat. Ja, da gibt es schon ein paar, die interessant sind. Einer von hat ein Tor geschossen, der andere hat große Chancen gehabt. Waren schon. Basel ist eine sehr gute Mannschaft, deswegen gibt es ja einige interessante Spieler, aber aktuell sind wir nicht mehr auf der Suche. Und in Basel geht die Saison los, also sollten wir jetzt keine neuen Themen da aufmachen. Könnte der FC Basel in der Bundesliga vorne mitspielen? Ja, vorne weiß ich jetzt nicht, das ist immer Frage, was ist das relativ vorne. Aber Basel hat in der Champions League herausragende Rolle gespielt. Das ist einfach toll, wie sie das gemacht haben, wie sie sich da präsentiert haben in den letzten Jahren, immer wenn es international ging. Und dementsprechend, das ist eine Top-Mannschaft. Und eigentlich ist eine Bundesliga, ersten 4, 5 ist auch nicht so schlecht und 6, 7, 8 nicht viel schlechter. Aber sie können auf jeden Fall mitspielen und dann ist entwicklungstechnisch alles möglich. Ja, er wird auf sicher eine gute Rolle spielen. Ob er jetzt vorne mitspielt, das ist dann eine andere Frage, weil ja doch auch noch andere Mannschaften da sind, wie Schalke 04 und Bayer Leverkusen, wie Bayern München natürlich und die eine oder andere Mannschaft noch. Aber er wird sicher eine gute Rolle spielen. Ich glaube, das wäre eine gute Mannschaft in der deutschen Liga, die im Mittelfeld mitspielen würden, um den Champions-League-Platz oder auch im Europa-League. Und ja, die haben schon eine gute Mannschaft.